Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir sind lost in space immer noch seit grauen gefühlten, keine Ahnung wie viele Folgen. Und was wollte ich hier? Ich wollte ein bisschen einlagern. Ich habe vergessen, zwischen den Folgen einzulagern. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. So, was wollte ich denn? Genau, jetzt einlagern und wir wollten gucken, wie wir ins Militärmodul kommen. Das ist unsere Hauptaufgabe, wenn ich das mal so sagen darf. Hier packe ich jetzt mal Metall mit dazu. Wir haben letztes Mal das Wohnmodul gebaut, falls ihr euch entsinnen könnt. Und wir bräuchten noch einen Koffer. Wir hätten noch ein bisschen Metall übrig. Wir könnten theoretischerweise noch einen Koffer bauen. Damit wir noch ein bisschen mehr Sachen unterbringen können. Dann könnten wir nämlich die Sachen nämlich hier wo ganz anders unterbringen. Guck mal, wie viele Dings wir noch haben. Weil das soll ja eigentlich hier Nahrung und vielleicht, ja, so... Weißt du, wie ich meine? Komm, wir machen es einfach, weil wir ja immer noch kein Lagersystem hier haben. Komm, wir gönnen uns einfach mal. Wir sind mal großzügig. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir immer noch 4 übrig. Komm, ich mach noch einen. 2 Koffer. Oh mein Gott. Jetzt werde ich aber übermütig, oder? Jetzt werde ich aber hier ganz schön übermütig. Nachher verliere ich hier langsam noch den Überblick, was wir alles haben an Koffer und so. Flupp. Hätte ich gerne auf A4. Nice. So. Hier packen wir einfach die Ressourcen rein, die noch übrig waren. Baukasten könnte theoretischerweise bei Dings rein, ne? Bei, wo haben wir's? Hier, bei den Sachen könnte Baukasten rein. Gummi hatten wir auch, ne? Ich verliere schon den Überblick, wo was ist. Ich werde wahrscheinlich 1000 Mal irgendwo draufklicken. Stoffrolle mache ich mal hier. Hier war die Nahrung, ne? Guck mal. Dann ist die auch schon... Nein, was mache ich denn? Ich bin so doof. Ich hätte das übertragen sollen. Übertragen mit linker Maustaste. So. Guck mal, das sieht doch schon viel besser aus. Die Kondome können auch noch mit... Nein. Ich wollte schon sagen, die Kondome können auch noch mit hier rein. In dem hier. Und die überflüssigen Ressourcen. So, dann nehme ich hier nochmal mit. Wird sowieso nicht alles gehen. Oh, da ist noch Fleisch. Guck mal an, da war sogar noch Fleisch. So, übertragen. So. So langsam wird's, ne? Alles rein da! Na, guck mal einen an. Schon fast wieder voll, die Schüssel. Nein, wir kriegen die anderen Sachen nicht da raus, oder? Ich hab's gewusst. Wir kriegen die Sachen da nicht raus. Ich hab's gewusst. Oh nein. Da dance ich erstmal ab. Woo! Da dance ich erstmal. Bei der coolen Mucke. Woo! Yeah! kriege ich nicht raus. Scheiße. Verdammt. Das ist natürlich ärgerlich. Da kann ich machen, was ich will. Naja, egal. So, die anderen Sachen packe ich hier rein. Ja, wunderbar, wie das aufgeräumt ist. Na, guck mal an. Das Glas kriegen wir, glaube ich, auch rüber, ne? Oder? Da müssen wir nur den Greifer, ne? Wo haben wir den Greifer? Warte mal, wir hatten irgendwo... Nein. War das der Koffer? Nein, es war der. Nein, es war der. Nein, welcher war es denn? Oh Gott. Da. Es tut mir leid. Wir haben keinen Greifer mehr. Wir brauchen eine Batterie. Wir brauchen... War das Metall?
Kabel, Aluminium, veredeltes Metall. Kabel, Aluminium und veredeltes Metall. Kabel. Kabel war das hier? Nein. Muss man das mal alles irgendwie sortieren. Kabel, Aluminium, Batterie, veredeltes Metall. Haben wir alles. Lass mal eben Greifer herstellen. So. Hier sind wir fast durch, ne? Fehlen nicht mehr viele Sachen. Ich weiß ja nicht, ob man irgendwann noch scrollen kann oder so. Aber kann ich die hier einlagern? Das geht also. Okay, das kann ich so machen. Nice. Gut. Haltbarkeit 1, Haltbarkeit 3, Scanner. Okay. Gut, dann haben wir hier schon mal wenigstens auf... Oh, warte mal, ich konnte nicht gerade anpacken. Da konnte ich gerade nehmen. Verdammt. Mist. Irgendeine Position, die man... Na, Mist, egal. Blei. Habe auch fast gar nichts mehr von, ne? Naja. Ja, wie gelangen wir jetzt ins Militärmodul? Das ist die große Frage quasi. Da weiß ich immer noch nicht, wie. Fahrzeug, ja. Kaugummi. Schaber. Ich weiß immer noch nicht, wie wir in das Modul gelangen sollen. Welchen Raumanzug haben wir jetzt eigentlich an? Den Techniker-Raumanzug, ne? Guck gerade, ob wir irgendwas haben. Ein Werkzeug eines echten Gärtners, das die Struktur, Dichte und Reinheit des Bodens analysieren kann. Es wird von Grabräubern, Chirurgen und Militär verwendet, weil es sich überall analysieren kann, wenn es richtig eingestellt ist. Könnte man mal bauen, ne? Aber hier steht auch was mit Militär. Batterie, Elektronik, Magnet zweimal und zweimal Plastik. Zweimal Plastik. Eins, zwei. Zwei Magnete. Elektronik. Und was war das noch? Jetzt habe ich die Hälfte schon wieder vergessen. Aber ich glaube, ich habe fast alles. Werkzeuge. Batterie noch einmal. Okay. Müssen wir den nächstes Mal wieder herstellen mit Alkali. Haben wir ja, Gott sei Dank. So, hier. Okay, nice. Tja, was analysiert das denn? Ja, normalerweise zeigt er das ja an, wenn wir irgendwas analysieren können damit, ne? Wenn wir das Ding bräuchten. Tja, ich bin etwas überfragt, muss ich sagen. Was haben wir hier noch? Gegenstände? Achso, die Notizen und... Achso, das haben wir alles so gefunden, ne? Sonst... Das ist schön. Ja, lass uns doch nochmal dahin düsen. Habe ich noch meine Piu-Piu? Habe ich noch. 27 Strom. Das lasse ich mal vielleicht mal den Bohrer vielleicht da mal in die Hand nehmen. Den Dings können wir hier lassen. Den, hier unseren Abroller. Den brauchen wir gerade nicht. Nimmt zwar ein bisschen Platz weg jetzt alles hier. Okay. Warte mal, reparier die Waffe. Brauchen wir den Dings ja gar nicht. Das Reparaturdingen. Dann können wir das auch mal hier lassen. So. Dann lass mal gucken, dass wir vielleicht... Wo laufe ich hin? Hier war früher der Ausgang. Hey, Reflex. Greifer mal dahin packe, oder? Ja. So. Unser neuer Ausgang. Und wo ist unser Moped? Da ist unser Moped. Dann würde ich sagen, auf geht's.
Vielleicht finden wir irgendwann fürs Wohnmodul ein paar Sachen, womit wir... Was ist denn da zu reparieren übrigens? Jetzt habe ich das Reparaturdinge nicht mit, ne? Ich nehme das vorsichtig mal mit. Was wollte ich gesagt haben? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ja, vielleicht finden wir, genau, vielleicht finden wir irgendwann, ja, ein paar... Ich lasse es erstmal so, aber wir haben ihn auf jeden Fall mit. Vielleicht finden wir ja später ein paar... Sachen, um halt bei uns auch zu wohnen. Also quasi wie ein Bett und so ein Kram. Das wäre mal... Das wäre mal ganz interessant zu wissen. So, jetzt düse ich erstmal dahin, Sauerstoff, und dann gucken wir erstmal, was da mit dem Schraubenschlüssel ist. Lass uns mal überraschen. Letzte Folge haben wir, glaube ich, die 4 von 6 Strahlung geschafft, ne? Oder beziehungsweise 5 von 6, ne? Genau, da waren wir in diesem... Da haben wir den Nisa gehabt, genau. Oder war das davor? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon so lange. Ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt ist. Wir sind mittlerweile in so vielen Folgen jetzt schon. Also es ist unfassbar. Und vielen, vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid, immer noch zuguckt. Es ist so großartig. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, dieses Spiel. Es ist so unfassbar umfangreich. Und es ist tatsächlich, wie ich es mir dachte, also wie ich es angefangen habe, das Spiel, ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger her, ist es... Oh. Ist es aus dem Early Access rausgegangen, ist es full released worden und es wurde jetzt vor kurzem auch, weiß gar nicht, wenn das Video rauskommt, ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, aber wurde es auch für die Konsolen angekündigt. Also, wenn du gerade mir zusiehst, bist Konsolenspieler, hast kein PC, kannst dich freuen, das Spiel kommt auch für die Konsolen. Falls du Bock bekommen hast, freu dich drauf. Also... Sieht so gut aus, ne? Also, auf der Konsole stelle ich mir das auch cool vor. Schön entspannt und so. Gut. Hier ist nochmal Sauerstoff. Ich tanke nochmal eben einmal auf. Wenn wir schon einmal hier sind. Warte, warte. So. Gut. Also dann wieder drauf auf Moped. Zack. Und dann schauen wir mal, was war denn da zu reparieren? Oder generell, was war da zu tun? Hohe Temperatur. Ja, ja, alles gut. Ach, scannen. Warte mal, ich scanne das mal. Fenster! Okay. Da war nur was zum... Okay, das ist nur was zum... Zum Scannen gewesen. Fenster, neue Blaupause. Ganz nice. Sehr schön. Gut. Ich würde sagen... Dann düsen wir mal nach da, wo wir hin müssen. Das war da oben. Ja, das Militärmodul. Wie kommen wir da rein? Ich habe auch noch keinen Hinweis gefunden, wie wir da reingelangen sollen. Weil normalerweise ist es immer so eine Faust, ne? Ich meine, da ist zwar eine Faust, aber wo zeige ich die hin? Und die sind ja überall noch diese Roboter, ne? Wir müssen natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Die Faust zeigt da. Ich düse mal hier oben hin. Ich park wieder hier oben. So. Damit das Moped nicht kaputt geht. Die Faust zeigt da. Aber wo zeigt die hin? Zur Tür. Die Faust zeigt zur Tür. Aber was sollen wir hier machen? Ich weiß nicht, wie ich hier reinkommen soll. Exist is a
civilians is prohibited. Schauer benötigt, aber wie soll ich... Ich habe keine Ahnung, wie ich den... Was sollen wir hier tun? Wie kommen wir hier rein? Kann ich den abschießen? Brauche ich eine EMP-Granate vielleicht? Ich würde so eine EMP-Granate vielleicht mal bauen. Wäre jetzt so vielleicht mal meine Idee. Ich probiere das mal. Nein, Uah! Ich bin so doof. Ich habe auf mein eigenes Auto geschossen. Uah! Okay. Wir düsen mal zurück. Ich hole mir mal eine EMP-Granate. Vielleicht ist das das Rätsels Lösung. Was ist das denn für ein Schatten? Wo kommt der her? Vielleicht von da oben, bin mir nicht sicher. Das ist die schwerste Aufgabe bisher. Ich habe aber auch keinen Ansatz oder irgendwie eine Idee, wie man da reinkommen könnte. Vielleicht, weil er ist ja der Bewacher, der Typ, dieser Roboter. Wir müssen unbedingt mal auch Alkohol finden. Oder ich weiß nicht, ob man Alkohol craften kann. Ich glaube, ja. Aber der bewacht ja eigentlich die Tür. Deswegen ist jetzt so mein Gedanke, vielleicht EMP-Granate, um ihn auszuschalten. Damit wir vielleicht ihn umgehen können. Weil EMP ist ja elektromagnetischer Impuls. Der ja alle elektronischen Sachen und so in diesem Radius ausschaltet. Gucken wir auch gleich mal wegen Alkohol. Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist das Landungsschiff deine Not. So. Gut. Ich komme. So, können wir Alkohol herstellen? Ja. Zweimal Eis, einmal Alkali. Zweimal Eis. Haben wir Eis? Da war Eis. Zweimal Eis. Okay, wir haben nur noch einmal Eis. Das ist nicht gut. Weil wir so viel... Okay. Weil wir so viel gebraucht haben für die Flasche. Aber gut zu wissen. EMP-Granate. Batterie, Dose Rindfleisch, Induktor. Metall, Plastik, zweimal Kabel. Plastik. Metall. Und zweimal Kabel. Warte mal, war hier, ne? Nee, hier. Nein, hier. Ja. Zweimal Kabel. Entschuldigung, wenn ich da immer durch die Dings durchklicke, aber für mich ist das echt schwer, das da zu behalten. Warte mal, wo waren wir denn jetzt? Ich brauche den Induktor, ne? Da ist er. So, und jetzt können wir eine EMP-Granate bauen. Dose Rindfleisch und eine Batterie. Kriegen wir hin. Batterie und Dose Rindfleisch müsste hier sein. Nee, da. Jo. Gut. Also, Attacke. Attacke, Attacke, Hühnerkacke. Jetzt bin ich gespannt. EMP-Granate. So. Die kann ich mir auf 4 ausrüsten. Geil. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, wie ich mir das da vorstelle. Dann schauen wir mal. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ob das so funktioniert? Einfach hinwerfen, Attacke. Aber eigentlich bisher war es immer so gewesen, dass du irgendwas ja so aktivieren musstest.
Bei der Mario war das so gewesen. Da musstest du diese Füße trennen. Da musstest du diese Bombe so anbringen oder so, wie das nochmal war. Bei dem... Bei der Waffe da reparieren. Die Waffe musstest du diese Energiekerne da aktivieren. Würde mich jetzt schwer wundern, wenn sich das Spiel jetzt davon loslöst und sagt, ja, du musst irgendwas da hinwerfen. Wisst ihr, was ich meine? Es war immer irgendwie... Weil man kann ja mit ihm quatschen. Man hat ja bei ihm irgendwie eine Interaktionsmöglichkeit. Also man musste ja immer bisher, was man machen musste, man musste immer mit irgendetwas interagieren. Das meine ich halt damit. Es war immer irgendwie... Und an dieser Tür bleibt ja nur dieser Dude. Und jetzt habe ich vielleicht die große Hoffnung, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, wenn wir die EMP-Granate in der Hand haben, dass wir dem da quasi damit ausschalten können. Uns macht die Granate ja. Eigentlich dürfte die Granate uns nichts tun. Eigentlich. Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Sollte ich vielleicht vorher nochmal speichern? Kann ich hier speichern eigentlich? Ich speichere hier einfach mal spontan. Just for fun, nur zur Sicherheit. Jetzt muss ich sowieso erstmal das Ding in die Hand nehmen, weil der wird uns jetzt sehen. Sauerstoff. Nimm mal eben schnell Sauerstoff. Bitte lass diesen Roboter nicht kommen, diese Polizeiroboter. So. Kann ich? Nee. Hat nicht funktioniert. Handlicher Schaber benötigt. Und da muss ich ihn einfach schlagen mit dem Schaber die ganze Zeit. Aber es bringt halt nichts, ne? Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Warte mal, kann ich ihn... Wir haben ja dieses Scan-Ding. Funktioniert das vielleicht? Nee. Tja, ich bin ein bisschen überfragt, muss ich tatsächlich sagen. Ich komme irgendwie nicht weiter. Naja. Ich düse erstmal wieder zurück. Schade eigentlich. Ich hätte gedacht, mit dieser EMP-Granate her wäre es jetzt gewesen. Weil er hat die so angenommen, aber... Ist echt schade. Ja, ja, schieß du mal. Ich glaube, wir haben sogar auch Schaden bekommen, wenn ich das richtig sehe. Wir haben nur noch Hälfte Gesundheit. Ja, da muss der Flexi da mal in der Zukunft mal gucken, wie man da ins Militärmodul gelangt. Weil so richtig eine Idee jetzt dafür... Also fällt mir jetzt spontan nichts ein. Wir haben jetzt die EMP-Granate ausprobiert. Schwer zu sagen. Also, beim besten Willen fällt mir das tatsächlich nicht ein. Ich habe jetzt keine Idee. Also, wenn ich jetzt vielleicht noch eine Idee hätte, vielleicht irgendeinen Gegenstand, den wir noch herstellen könnten, wüsste ich jetzt nicht. Also, würde ich sagen, ich lasse mir nochmal so ein bisschen so die Gedanken im Kopf nochmal quälen, ob mir vielleicht da noch was einfällt. Und dann, ja, würde ich einfach mal spontan sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Dann hoffe ich mal mit einer Idee... Und vielleicht probiere ich privat ein bisschen aus, experimentiere rum, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwas passiert oder sonst irgendwas. Aber, naja, gucken wir mal, dass irgendwie vielleicht eine Idee da ist oder so. Oder, also, ich bin jetzt nicht so im Bilde, wo ich jetzt sagen würde, das könnte sein. Naja,
Gut, ich würde sagen, soll es das gewesen sein für die Folge. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Folge Brief Edge. Dann seid ihr wieder mit dabei und dann gelangen wir, ich denke mal, ins Militärmodul. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.